So Jungs, wir gehen jetzt hier rein, ein kleines Experiment. Ich erkläre euch jetzt, wie man diese SBC für 30.000 bis 40.000 craften kann. Und du kannst dir wahrscheinlich 3 bis 4 von den High-Rate-Karten, oder wenn du Pech hast, nur 2 bis 3, immer wieder rausholen für 30.000 im Großen und Ganzen. Machst du da trotzdem Plus, dann kannst du zum Beispiel einen Käuf statt für 1,5 Millionen für 1 Million machen. Ganz easy, ihr müsst es einmal abschließen, ihr kriegt 10 Spieler, ihr gebt hier... Ich guck mal, ich sag euch beim ersten Mal die ersten SBCs, die ich abschließe. 3 bis 4 Hybrid müsst ihr hier abgeben, plus 79er, ja. 79er bis 78er, die kosten unter 1000. Das heißt, ihr bezahlt hier meistens 7000, kriegt aber ein Pack zurück, wo ihr meistens 4 bis 5000 zurückholt. Das heißt, fast for free. Müsst nur die 3 bis 4 Hybrid abgeben. Hier gebt ihr nochmal 2 bis 3 Hybrid ab. Da habt ihr sozusagen noch 3 bis 4, die ihr aufheben könnt. Hier tut ihr dann auch nur mit 79er auffüllen, die dann pro Karte 1000 oder weniger kosten sollten. Da bezahlt ihr vielleicht auch so unter 10.000. Und die beiden, ja, müsst ihr dann bezahlen. Hier bezahlst du, glaube ich, 20.000 und hier bezahlst du auch nochmal 10.000. So, wenn du die Packs aber noch aufmachst, kriegst du auch nochmal ein paar Karten zurück. Das heißt, im Großen und Ganzen 30.000 bis 40.000 kriegst du 3 bis 4 Hybrid-Karten. Plus du kannst immer Packs öffnen und hoffen, dass du vielleicht einen Messi, Ronaldo, Neymar oder Mbappé ziehst. Und das testen wir jetzt aus. Here we go, man. Kleiner Tipp nochmal von mir an euch, wenn ihr das öfters spammen wollt, macht euch eine Mannschaft, eine neue Mannschaft und tut die als Konzeptspieler rein und dann könnt ihr die immer so easy kaufen, anstatt dass ihr immer den Namen oder individuell dann suchen müsst. So könnt ihr jetzt drauf gehen, bam, wenn ihr ungefähr den Preis wisst, der kostet vielleicht 1000 bis 900, bam, geht ihr drauf, ja, und kauft ihn einfach hier, zack, zack. Five-Head, Jungs. Guck, look at this, Jungs. Und nicht bei Footbin alles nachbauen. Bei Footbin kosten die wahrscheinlich das Doppelte. Hier kriegt ihr, ja, die für 900. So, Five-Head, Mann. Ja, ich habe die vorher schon abgegeben, aber hier seht ihr schon. So ungefähr sollte es aussehen, wenn ihr das 85er-Team abschließt. 3 High-Rated, die ihr bekommen habt. Dann vielleicht, ja, theoretisch könnt ihr auch 4 High-Rated abgeben und dann könnt ihr zum Beispiel ein 82er und ein 80er sparen. Aber wenn ihr zum Beispiel noch Untrade habt wie ein Grimaldo, dann könnt ihr vielleicht so was wie ein Gnabry retten. Und dann, ja, kommt ihr auch irgendwie so im Großen und Ganzen darüber hinaus. Dann würde ich sagen, erste Pack für heute. Okay, 90% auf 9. We will see. Let's go. Come on, yay. Come on, man. Gute Nation brauchst. Gute Flagge. Das ist nicht gut. Das Hummels. It's bad, man. 93 hat der, glaube ich, nur, oder? Ah, it's bad, man. Schwierig noch was Großes dahinter zu haben. Ja, ich brauche jetzt viele 90er oder 89er, sowas in dem Bereich. Ah, it's a bad one. Es war 3 über 90 und. Ja, aber es ist trotzdem bad, oder? Ich habe 3 85er. Ich weiß nicht. So, Jungs, ein kleines Beispiel, wie das 82er-Team dann aussehen sollte, damit ihr das maximal am besten grinden könnt. Ja, ihr gebt, wie gesagt, 2 bis 3 von den High-Rated ab. Entweder gibst du 3 Low-High-Rated-Karten ab oder 2 hohe High-Rated-Karten ab. Ich habe jetzt hier 3 Low-High-Rated-Karten abgegeben und den Rest mit 79er aufgefüllt. Die kriegt ihr, wie gesagt, für 1000 Münzen. Und so soll es ungefähr aussehen, wenn ihr das sozusagen effizient grinden wollt oder craften wollt. So, und so ungefähr solltet euer 80er-Team aussehen. Am besten keine High-Rate-Karten, die ihr gezogen habt, abgeben, sondern einfach kaufen. Klar, ihr könnt eine High-Rate-Karte abgeben, dann könnt ihr jetzt alles mit 78er füllen. Würde auch theoretisch gehen, aber ja, ich denke, so geht's auch. Da bezahlt ihr, wie gesagt, 10.000 Münzen. Wieder ein Beispiel, wie man es bauen könnte. Wie gesagt, ich zeig's noch ein paar Mal und dann zeige ich es nicht mehr. So ungefähr, ich habe jetzt hier ein Tots, also ein High-Rated und 3 oder 4 sogar. Also wenn du ganz low-rated gehst, dann musst du halt 4 davon abgeben, ja. Wenn du zum Beispiel sagst, ey, ich gebe hier noch einen André ab, ja, musst du wahrscheinlich nur 3 oder 4 von den High-Rated abgeben, aber ich gebe lieber die Goldkarten ab und behalte dann, glaube ich, so einen André und dann passt das trotzdem sehr ungefähr. Theoretisch kann man auch den André abgeben und dann auch hier versuchen, die 80er rauszuholen, was, glaube ich, sogar besser wäre, oder nicht? Ich glaube, das ist sogar besser, Chat. Aber die sind auch nicht so viel wert, ne? Die sind auch nur 20.000. Es ist eigentlich besser, wenn ich so mache und dann alle 80er raushole. Doch, ist besser, glaube ich. Jetzt besser, man. Okay, come on. Jetzt brauchen wir was Gutes, Mann. Gute Nation jetzt. Give me a good nation. Stürmer. Das ist Alexandrini. Oh, das ist mega schlecht. Das ist mega schlecht.
Also wenn jetzt nicht dahinter irgendwie mindestens 4 oder 5 90 geratet sind, ist ein sehr, sehr schlechtes Pack. Ich brauche jetzt richtig viel High Rated dahinter, sonst ist ein schlechtes Pack, Mann. Oh mein Gott, that's absolutely... Alter, das ist, glaube ich, mit das schlechteste Pack, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. What the fuck is this shit, man? Das ist ja anders, Dogshit, ey. So. Auch wieder dasselbe Prinzip. Wichtig, immer so viele 79er einzubauen, wie es geht. Ich glaube, das beste Mittel ist hier ein 82er, ein 85er und dann einen Tots einzubauen und dann den Rest mit 79er aufzufüllen. Und wenn es halt der Tots nicht so high rate ist, dann muss halt ein 280er einbauen. Dann passt das ungefähr vom Rating her. Mrs. Jackson Coolio? Es gibt von Coolio auch kein Mrs. Jackson, sondern von Outkast. Ja, perfekt, Digga. Jawohl, genau davon rede ich, Jungs. Guck mal, zack, 81er, 3k gespart. Nochmal hier 1,5k gespart. Deswegen sagst du ja, Chris, da meinst du eh wieder ein bisschen zurück, wenn du ein bisschen Glück hast. Okay, komm, und drittes Pack. Letztes war absolut katastrophal. This one must bang, man. This one must bang. Dieses muss bang. This one must bang. Gute Nation brauche ich. Come on, oh mein Gott. Alter, warte mal, ist das Big Gear? Ach du Scheiße, wird ja immer schlechter, Digga. What am I seeing, Alter? Die werden ja immer schlechter. Also wenn jetzt nicht irgendwie 4 oder so 90 geratet dahinter sind, dann bin ich am Arsch. Digga, mein Account ist echt kaputt einfach. Leichtes L ist besser als gedacht, sag ich so, es ist besser als gedacht. 291er ist immer noch nicht gut, muss ich sagen. Aber wenigstens wenig 85er und viele 87er und 88er. Hey, komm, ihr gönn was Gutes, Mann. Komm jetzt, jetzt brauchen wir eine gute Nation mal. Give me a good nation, man. Frankreich brauche ich einfach nur. Oder ZOM? ZDM. Ist gutes Rating aber, 94. Vielleicht was dahinter noch. Für heute das beste Rating, was wir hatten als Anzeigebild. Gib mir Hoffnung, dass wir vielleicht ein paar 90er dahinter haben. Come on, man, ey. I need something good jetzt dahinter noch. Bitte! Ja. Sah es krass aus, aber dann. Ja, das Rating ist halt Dogshit, Digga. Ist ein leichtes L bis okay, glaube ich. Jetzt muss kommen. Mehr Leute auf ja. Frankreich-Stürmer, do it, man. Ich nehme auch einen Ben Yedder. Ich nehme auch einen Ben Yedder, EA. Ben Yedder, Rashford nehme ich auch. Oder Sancho. Gib mir Sancho, Rashford. Irgendwas. Yes, Stürmer. Klar. Oh, man. Oh, mein Gott, das ist mega schlecht. Oh, Junge. Ich dachte Varane, aber das ist ja. What the fuck? Ey, mein Account ist tot, Chat. Mein Account ist anders tot. Das ist Dogshit. Dieses Pack ist anders Dogshit. Digga, ist anders Dogshit wieder, ey. Was ist los mit meinem Account, Mann? Fuck, man. Komm, man. Oh, bitte, ey. Ich brauch jetzt was. Das ist mein sechstes Pack, ne? Sechstes Pack. I need something. Give me something big. Mach Korea, komm, mach Korea. Ich nehm den Son einfach so. Fürs Feeling. ZOM? No, man! So bad! Oh, die sind so schlecht geworden, die Packs. Ey, ist wieder nicht gut, das Pack. Ist wieder ein Shit-Pack eigentlich. Again, ey. Die haben es safe genervt, Digga. Die haben gemerkt, die Leute haben rausgefunden, wie man es craftet. Gib jetzt was Gutes. Ey, gib was Gutes jetzt. England. ZOM. Marquinhos, aber gutes Rating. Das hat gutes Rating, oder? Na, 93. Aber immerhin. Vielleicht schaffen wir diesmal 3,94 plus Spieler dahinter zu haben. Komm schon, gib was dahinter. Also, ist okay. I don't know, man. Viele 85er, auch viele, wenigstens 3 über 90 diesmal.
Ja, es klappt nicht mal so schlecht. Geht schlimmer. Ist jetzt auch kein Big Win, aber ich glaube, geht schlimmer. Could be worse. Jawohl, endlich Tots aus dem 2-Spieler-Pack. Endlich mal. Bam, Papé. Jetzt ein Alexandrini. Na, ja, ist, ja. Egal. Nehme ich mit, 89er. Still good. Non-Rest lohnt sich da schon abzugeben. Immerhin. Get this Futter nach oben, ey. Come on, man. It's a banger right there. Come on, ey. Oh, ich brauche nur einen guten Spieler mal, damit ich mich gut fühle. Ah, it's not bad, aber schlechtes Rating, man. Der Spieler an sich ist nicht schlecht, aber ist schlechtes Rating, man. Wow! Viele 85er, aber noch gerettet dafür, dass der angezeigt wurde. It's not even that bad. Dreimal wieder über 90. Ja, ich würde sagen, leichte 11 vielleicht. It's not that bad. Come on, mein 9. Pack jetzt. Come on, yeah, gönn jetzt. Gib eine gute Nation, yeah. Ist Hummels, ne? 93 Rating. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Come on, irgendwas. Das ist ein starkes Pack. Leider keine 3x90 Plus-Spiel, aber insgesamt sehr strong vom Rating her. Wir haben halt 2,89er, 2 über 90, 1,88er. Ne, 3,89er haben wir sogar. Sehr strong eigentlich. Das ist sogar gut, das Pack. So. Passt doch. So passt das. Wir dürfen vieles behalten, Jungs. Das war ein sehr, sehr gutes Pack. Das war ein sehr, sehr gutes Pack, wenn man überlegt, weil wir haben 6 Spieler behalten können jetzt. 2,89er. Digga, das war ein richtig big Pack, Jungs. Das für 30.000 haben wir bekommen jetzt. I got a feeling jetzt. That's tonight's gonna be Mbappé time. It's gonna be Mbappé time. Gib mir Mbappé. ZOM. Let's go. Oh! Let's go. Junge, hat schon gelohnt. Im 10. Pack? Neymar! Es ist August, es ist August. I don't give a shit. Ich hab 10 Packs, ich hab nichts bezahlt gefühlt, ich hab Neymar gezogen. I don't give a fucking shit, Digga. Diese Methode, die solltest du nonstop spammen. Das ist so gestört, diese Methode, die ich hier euch präsentiere. Fuck me, man. Und jetzt, wo sind die Hater? Das ist so eine schlechte Methode. Look at this, man. Du hast so viel Futter bekommen. Ich zeig euch gleich mal, wie viel Futter ich hab und was ich gezogen hab jetzt. Fuck me in the fucking ass, man. Oh! Was ein Pack! What a Pack, Digga! What a fucking Pack, man! Jeez! Alter, was ist das ein Pack, Alter? Oh mein Gott, was ein Pack! 1.7, 300.000 und dann nochmal 90 gefühlt alles drin. Jesus, Digga! Come on, man! Hat sich doch gelohnt, der ganze Grind. Digga, und jetzt machen wir ein kurzes Fazit, Chat. Ein ganz kurzes Fazit, was wir gezogen haben aus 10 Packs, Chat, okay? Wir gucken mal ganz kurz, Chat. Ich habe theoretisch 300, nicht mal 300k wahrscheinlich ausgegeben, aber ich sag mir mal, wir haben 300k ausgegeben, okay? Wir haben 300k ausgegeben nach der Berechnung. Sagen wir mal, wir haben 350 Neymar gezogen, Dion gezogen. Und jetzt guck ich mal den Futter an, den wir haben. Look at this. Guck euch mal das an, was für ein Futter wir jetzt noch auch haben. Geh hier ein bisschen durch. Look at this. Das hier, all das, Jungs, was ich hier noch hier hab. Guck mal, was für High-Rate-Karten ich hier alles hab. Guck dir das an, das für 300 bis 400k, Jungs. Das, die Methode ist cracked. Die Methode ist, guck, es endet auch, es geht weiter, Jungs. Die gehören auch noch alle dazu, die hier alle können dazu. Das ist locker, nur der SBC-Wert ist schon 300, 400k, Minimum. Plus jetzt Dion und Neymar nach oben drauf. Wisst ihr, was ich meine? Hier, die gehören auch noch dazu, die gehören auch noch dazu. Die auch noch. Jesus fucking Christ. Also das, ich habe sogar mindestens SBC-Wert von 500k schon bekommen, wenn nicht sogar mehr. Ich glaube eher 600-700k. Plus Neymar und De Jong. Easy, Jungs. Es ist so, also das, wenn ihr Zeit habt und ein bisschen Coins, ballert das noch, bevor es abläuft. Ich glaube, das ist zu overpowered hier. Wie lange geht das noch? 2 Tage, Jungs. Okay, nächstes Pack. You still love. 11. Pack, come on, man.
Frankreich brauchen wir, Frankreich. Das ist wieder Hummels, ey. Not bad, vom Rating her kann noch einiges dahinter sein. Oh, aber es ist gut, Digga. Ist gut eigentlich. Ist not bad. Ist gut. Wir haben 3 über 90, 1 89 und 2 87er. 3 86, nur 1 85er. Vom SBC-Futter her ist es sogar, würde ich sagen, ein leichter Win. Vielleicht das letzte Pack. Wenn es gut ist, mache ich noch eins. Wenn nicht, dann am Auto. Haben wir 12 Stück aufgemacht. Reicht. Wir haben eh den besten Spieler gezogen. Wir haben sehr viel Futter bekommen. Come on, man. Frankreich, das ist eigentlich so, was ich sehen möchte hier. Ah, Sucuk. Oh, ich glaube, das ist nicht gut, das Pack. Aber ist okay. Trotzdem, ein 90er ist dabei, zumindest. Vielleicht sind da noch ein paar dahinter. Footbürste und sowas wird ja nicht angezeigt als erstes. Das ist, ist nicht so gut. Leichtes L, würde ich sagen. 12. oder 13. Pack muss es sein jetzt. Wir gehen rein. Yay, come on. Frankreich. Ich will nur Frankreich sehen, dann Stürmer. Ah, man. Muriel ist 3,9 Rating. Ist auch nicht so schlecht vom Rating, muss man sagen. Vielleicht ein bisschen Potenzial für guten Futter dahinter. Schauen wir mal. Kommt, bisschen Rating dahinter noch. Uff. Ist gut. Ein gutes Pack. Das ist ein sehr, sehr gutes Pack. Nur 1,85er, 3,86er, 2 über 90, 2,89, 1,88. Ist ein solides Pack, das würde ich sagen, sogar vom Futter her gesehen. Leichtes Win. Okay, Jungs, das Experiment ist zu Ende. Nach 13 Packs kann man sagen, die Methode, die ich am Anfang erklärt habe, lohnt sich auf jeden Fall. Wie gesagt, es ist genau das eingetreten, worauf ich spekuliert habe. Man bezahlt, wie gesagt, 30.000 bis 35.000 Münzen. Aber man holt, selbst wenn es schlecht läuft, meistens Futter, also SBC-Futter, einen Wert von 50 bis 60, 70, 80.000 raus. Und wenn es sehr, sehr gut läuft, machst du vielleicht sogar, holst du Futter im Wert von 100.000 raus. Wie gesagt, du gibst dann die 6, 7 Spieler ab und behältst die besten 3, 4 Spieler. Und wenn du ein bisschen Glück hast, ziehst du halt auch noch einen guten Spieler wie ja, Neymar und De Jong etc. etc. Also im Großen und Ganzen hat sich das auf jeden Fall sehr, sehr gelohnt. Und ja, ich kann es euch nur empfehlen, ihr habt jetzt noch 1,5 Tage dafür Zeit, die zu spammen. Für diejenigen, die noch FIFA spielen wollen und ein bisschen Spaß haben wollen, eine sehr, sehr gute SBC. Besonders wenn du sowas wie Cruyff abschießen möchtest, kauf die Spieler nicht vom Markt, sondern mach die SBC